jetzt keine Mehrheit mehr für diesen Krisenkanzler. Die Ampel hat keine Mehrheit mehr, das wissen wir schon. Allerdings hat die Ampel jetzt auch die Mehrheit unter den Ampelanhängern verloren. Eine Mehrheit der Wähler der Regierungsparteien spricht ihnen das Misstrauen aus. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht heute um die Umfrageillusionen bei den etablierten Parteien und die große Lüge über die Abschiebungen, über die Innenministerkonferenz, die von heute bis Freitag andauert. Sie verarschen uns nämlich schon wieder und denken, wir sind zu blöde und kapieren das nicht. Aber eins der Reihe nach. Es gibt hier eine Umfrage, wo die Mehrheit den Plänen der Bundesregierung für das Abschieben schwerer Straftäter nach Afghanistan und Syrien ihr Misstrauen ausspricht. Weniger als ein Viertel der Bundesbürger, nämlich nur 23%, glauben, dass die Bundesregierung ihre Ankündigung auch umsetzen wird, schwerkriminelle Ausländer auch in unsichere Herkunftsländer wie Syrien und Afghanistan abzuschieben. Es ist eine Erhebung von Forsa für die Sender RTL und NTV gewesen. 75% der Befragten sagen, sie glauben das nicht. Jetzt hat man allerdings noch gefragt, wie sich das nach den Anhängern der Parteien aufschlüsselt. Und zwar unter den Anhängern der SPD glauben es 64% nicht, unter den Anhängern der Grünen 60% und bei der FDP glauben es 79% nicht. Die Daten wurden vom 14. bis zum 17. Juni erhoben. 1003 Befragte ist die Datenbasis, Fehlertoleranz plus minus 3%. Das ist eine Klatsche mit Ansage. Allerdings verarscht man uns in diesem Land schon seit Jahren und ich habe heute ein paar Videos dabei. Ich kann euch mal zeigen, wie lange man uns schon verarschen will. Und zwar folgendes. Schaut euch mal diesen Bericht hier an. In Deutschland soll es im letzten Jahr rund 20.000 Messerangriffe gegeben haben. Das ergab eine Recherche der Welt am Sonntag. Demnach kam es 2020 durchschnittlich jeden Tag zu mehr als 50 Messerattacken im ganzen Land. Das war 2021 über das Jahr 2020. Damals hat noch die Welt recherchieren müssen, um diese Zahlen zu erfassen. Es gibt inzwischen eine Messerstatistik, allerdings wird in dieser Messerstatistik die Hälfte der Vorfälle ungefähr nicht gelistet. Es gibt jetzt eine Rekonstruktion. Wir haben aktuell ca. 72 Messerattacken pro Tag in diesem Land. Jetzt gehen wir doch nochmal ein Jahr zurück ins Jahr 2020. Da lief das hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und er beugte sich zu mir nach vorne und stieß mir dann völlig unerwartet ruckartig ein Messer in den Rücken. Mit einer 12-stündigen Not-OP retten die Ärzte Kai das Leben. Tja, und immer wieder hieß es, was ist denn nur los mit dieser Messergewalt? Und da schauen wir mal zurück in den September 2018. Schaut mal hier ganz genau hin, was Alice Weidel damals schon erzählt hat und überlegt mal, was sich zu heute geändert hat. Mit aller Härte des Rechtsstaates müssen wir durchgreifen gegen den Totschlag, gegen die Morde, die sich ja mittlerweile auf unseren Straßen abspielen. Wenn man in Deutschland am falschen Ort zur falschen Zeit ist, kann es einen ja auch erwischen. Und zur Rechtssicherheit und zur Rechtsstaatlichkeit muss auch dazu gehören, dass Youssef A., der mutmaßliche Iraker, weil nachträglich hat sich ja herausgestellt, dass alle seine Dokumente gefälscht waren. Wir reden von dem Mörder, ich sage Mörder, nicht Totschläger, von Chemnitz, dass er unerlaubt eingereist ist, mehrfach straffällig geworden ist und sein Asylantrag abgelehnt wurde. Das ist bei Ihnen im Übrigen nicht ein Einzelfall, sondern es ist die Regel, die Sie als Regierung zu verantworten haben. Sie, Frau Merkel, sind zum größten Sicherheitsrisiko in diesem Land geworden. Und was hat sich geändert? Ja, richtig, Frau Merkel ist nicht mehr das größte Sicherheitsrisiko für dieses Land. Das ist inzwischen, können Sie sich streiten darum? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, wer auf Nummer 1 ist. Entweder Nancy Faeser als Bundesinnenministerin oder Annalena Baerbock als Bundesministerin des Auswärtigen. Diese zwei Personen sind die gefährlichsten aktuell in der Regierung für die Sicherheit in unserem Land. Die eine von beiden lässt alle ins Land, holt Leute herein, wo selbst die Botschaften im Ausland sagen, hier ist die Identität unklar, man gibt ihnen Aufenthaltspapiere für Deutschland. Der Visa-Skandal in Islamabad wird von der Berliner Staatsanwaltschaft seit über einem Jahr bearbeitet und im Ministerium ist anscheinend noch kein Staatsanwalt vorbeigekommen.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sie nutzen kriminelles Hawala-Banking, um hier Fördergelder oder Wiederaufbauhilfe, nein, was ist es denn? Es ist das Welternährungsprogramm, glaube ich. Sie wollen dort Essen kaufen, um Geld nach Afghanistan zu transferieren. Man hat ein Bundesaufnahmeprogramm für afghanische Flüchtlinge und man hat ein Resettlement-Programm der EU ebenfalls für afghanische Flüchtlinge. Und es ist nicht so, als würde es hier keine Kooperation geben. Die andere, sie verweigert, die Abschiebungen durchzusetzen, beziehungsweise es mangelt in diesem Land an einer politischen Entscheidung. Juristisch gesehen können wir alle Ausreisepflichtigen in Abschiebehaft nehmen. Das ist politisch allerdings nicht gewollt in diesem Land und da ist das Problem. Man darf Abschiebehäftlinge nicht im Strafvollzug unterbringen, das heißt, wir müssen Abschiebezentren als Haftanstalten bauen. Und Berlin baut jetzt 16 neue Containerdörfer für Flüchtlinge. Sie bauen kein einziges am Flughafen BER als Abschiebehaftzentrum. Nein, man macht weiter Willkommenskultur und schafft hier Wohnraum für die Zugereisten. Dabei ist es inzwischen klar, heute fängt sie an, die Innenministerkonferenz. Sie geht bis Freitag, sie ist in Potsdam. Und die Landesinnenminister, die haben schon lange die Schnauze voll, zumindest die CDU-Geführten, die haben richtig die Schnauze voll. Herr Söder aus Bayern war es jetzt gestern, der in die Runde gebracht hat, wir müssen schwere Gewalttäter und Straftäter, die abgeschoben werden sollen, umgehend in Soforthaft nehmen. Er ist dafür, nach Ende des Strafvollzuges die sofort in Abschiebehaft zu nehmen. Der Bund soll die Gesetze ändern, Bayern baut ein Gefängnis. Hat er gesagt, ich bin spannend, wie jetzt diese Milchmädchenrechnung hier ausgehen wird. Der Innenminister von Brandenburg, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, Michael Stübgen, er sagte, die Bundesregierung muss der Bevölkerung endlich reinen Wein einschenken. Im Moment werden wir verarscht, hat er auch so gesagt. Finde ich sehr spannend. Inzwischen hat sich auch der sächsische Innenminister eingeschaltet und sagt, wir brauchen Rückführungszentren an deutschen Großflughäfen. Und er sagt, 50% der Straftaten mit Ausländerkriminalitätsbezug werden von 1% der Ausländer begangen. Er würde gerne dieses 1% abschieben. Jetzt haben wir ungefähr Zahlen vorliegen aus allen Bundesländern, über wie viele Gefährder und schwere Straftäter wir hier reden, die wir abschieben wollen nach Syrien und Afghanistan. Und wenn du dich noch nicht hingesetzt hast, setz dich besser hin. Die Zahl, sie wird dich erschüttern. Es sind im Moment weniger als 2000 Leute, über die wir hier seit Wochen und Tagen und wahrscheinlich noch Monate diskutieren, ob wir sie irgendwie vielleicht dahin abschieben. Ja? Andere Länder machen uns vor, wie es geht. Die Türkei schiebt ab nach Afghanistan, Schweden schiebt ab nach Afghanistan. Das Land Berlin hat noch 2 Monate nach Übernahme der Macht in Kabul durch die Taliban Abschiebeflüge von Berlin nach Kabul durchgeführt. So viel zum Thema keine Kooperation. In Syrien gibt es in Damaskus nur noch in einem Stadtgebiet Kämpfe, der Rest ist einfach ganz normales Gebiet, in dem man sich aufhalten kann und andere Länder haben schon wieder diplomatische Vertretungen in Damaskus eröffnet. Die Deutschen weigern sich weiterhin, aber haben diplomatische Beziehungen nach Russland. Das muss man immer mal vorne ranstellen. Der böse Diktator Putin, dennoch gibt es dort konsularisches Personal, aber bei Assad oder bei den Taliban, da möchten sie nichts damit zu tun haben. Es wird hier in der Bewertung des Auswärtigen Amtes von Rechtslosigkeit und Straflosigkeit in Afghanistan gesprochen. Ich habe euch schon mal die Reise-YouTuber gezeigt. Ich habe inzwischen sogar eine Frau gefunden, die in Afghanistan zum Urlaub hingefahren ist. Eine Britin, eine blonde Britin, die nach Afghanistan gereist ist. You won't believe this, but I have now got the opportunity to go and have a drink with the Taliban. From joy to seriousness, an opportunity came without warning. I got the chance to speak to local Taliban guards who were working at the mosque, a group we have been taught to fear in the West. I didn't have time to prepare and I didn't know what to expect. Salam. Und sie hat dort auch auf dem Land mit der Bevölkerung gesprochen und man hat ihr sogar die Frage gestellt, was das Problem ist, warum die Welt Afghanistan ignoriert. Und sie hat es klipp und klar gesagt, schickt die Mädchen in die Schule, ihr könnt nicht die Mädchen von allem ausschließen. Und damit war die Diskussion da relativ schnell beendet. Allerdings haben die Einheimischen eins alle gemeinsam gesagt. Seit dem Truppenabzug der Alliierten oder der Westlichen, der ISAF-Truppen und der Machtübernahme durch die Taliban hat die Gewalt im Land ein Ende gefunden. Es gibt keinen Mord mehr, es gibt keinen Totschlag mehr, zumindest nicht in diesem Ausmaß wie vorher. Und hier ist vermutlich auch Kern des Problems. Die vielen Afghanen, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind in genau dieser Zeit, wo
Krieg geherrscht hat. Mord und Totschlag, Attentäter hier und da. Die sind traumatisiert und leben jetzt hier teilweise ihre Gelüste aus und wir werden diesem Problem nicht Herr. In Afghanistan herrscht Ruhe, es herrscht Frieden, es gibt keine Bombenanschläge mehr. Die Taliban hat den Heroinanbau verboten in Afghanistan. 95% des weltweiten Heroinanbaus kamen aus Afghanistan. Es werden jetzt noch Vorräte verkauft. Die deutschen Polizeibehörden, sie bereiten sich jetzt schon darauf vor, was passiert, wenn der Heroinfluss aus Afghanistan in Europa ein Ende finden wird. Die Drogensüchtigen, sie wird es hart treffen, sie werden ihre Sucht verlagern. Aber wer behauptet, die Taliban, sie sind nur ein Unrechtsregime, der vergisst zu unterscheiden, dass wir hier die Taliban haben, den IS und den ISPK. Und IS und ISPK sind Gegner der Taliban. Das heißt, Süleyman Atai aus Mannheim, der den Polizisten ermordet hat, er ist ja mutmaßlich Anhänger des IS oder des ISPK. Er wäre somit auch in Afghanistan nicht vor Strafverfolgung durch die Taliban sicher. Und ja, dort herrscht Scharia-Recht, dort werden Hände abgehackt, aber das muss man sich eben vorher überlegen. Hier bei uns werden keine Hände abgehackt, aber wer sagt, dass wir nie wieder in Kriegsgebiete abschieben, hat nicht verstanden, wie Politik funktioniert. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, aber sie diskutieren hier über nur Straftäter und Schwerstkriminelle. Ich bin dafür, alle 250.000 Ausreisepflichtigen die Duldung zu entziehen, sie sofort ausreisepflichtig zu erklären, sie alle in Gewahrsam zu nehmen und dann Charterflüge alle Stunde ab den deutschen Großflughäfen in die Heimat zu organisieren. Es wird nicht anders funktionieren. Erst wenn dieses Signal in die Welt gesendet wurde, dass wir Deutschen bereit sind, Maschine um Maschine um Maschine an Leuten nach Hause zu schicken, die hier kein Recht haben, zu bleiben. Wir reden hier über die ganzen Wirtschaftsmigranten, die Schmarotzer, die sagen, sie sind Afghanen und verfolgt und sind gar keine. Die Leute müssen dieses Land verlassen. Es gibt nämlich wirklich Leute, die haben Schutzanspruch und das sind weitaus weniger als alle, die zu uns kommen. Und erst wenn das Signal in der Welt ist, dass dieses Land bereit ist, ganz große Flugzeuge voll mit Menschen wieder nach Hause zu schicken, dann würden sich die Fluchtrouten auch ändern. Im Moment wissen alle, dass wenn man hierher kommt, nicht zurückgeschickt wird, nicht abgeschoben wird, man wird höchstens in einen anderen sicheren Drittstaat in der EU verbracht und das nutzen alle aus. Sie sagen, wir hätten 5,9 Millionen Muslime im Land und sagen, es sind seit 2015 allerdings 2,5 Millionen Menschen gekommen. Als ob es vorher nur 3 Millionen Muslime in diesem Land gegeben hat. Könnt ihr mir nicht erzählen. Guckt mal, wie viele Moscheen überall existieren. Das ist schlicht gelogen, aber vermutlich wissen sie es gar nicht besser. Sie vermuten, dass es so wenige sind, aber sie glauben wohl auch an den Weihnachtsmann und daran, dass man solche asozialen, menschenverachtenden Täter resozialisieren kann. Bestes Beispiel gestern in Worms. Ein Afghane hat mutmaßlich seine Tochter ermordet, weil er mit dem westlichen Lebensstil nicht einverstanden war. Solche Leute, die nach lebenslanger Haft nach 20 Jahren wieder freikommen, haben hier nichts verloren. Das ist gescheitert. Wer so ein Weltbild vertritt, der wird dieses Weltbild auch nicht ablegen nach 20 Jahren Gefängnis. Der Mann ist 39, er kommt dann mit 69 aus dem Gefängnis raus, 59, Entschuldigung. Und als ob er dann ein anderes Weltbild hat und die Frau für ihn ebenbürtig ist. Das ist mitnichten der Fall. Und dennoch soll er hier dann wieder Teil unserer Gesellschaft werden. Mein Schwein pfeift hier oben. Ja? Und das Schwein hat gar nichts mit Muslimen zu tun. Das ist einfach so ein Ausdruck. Sie verarschen uns. Und die Leute merken, dass sie verarscht werden. Und das nimmt irgendwann ein ganz schlimmes Ende. Und davor habe ich eigentlich Angst. Wenn die Politik die Zeichen der Zeit jetzt nicht erkennt, und das tun sie nicht, das tun sie wirklich nicht, Einzelne ja, aber die entscheidende Masse oben, die tut es eben nicht. Und das führt am Ende dazu, dass der Mensch noch radikaler wird in seiner Einstellung, in seiner Ansicht und auch in seinem Wählerverhalten. Und dann gibt es auf einmal 45% für die AfD in Sachsen und 6-8% für 1%, nur mal angenommen, ich weiß gar nicht, ob sie antreten. Und dann gibt es eine rechtsrechte Koalition. Und dann sagen sie wieder, oh, die machen aber böse Dinge. Ja, ja. Wer die Entscheidungen bis zum maximal letzten Zeitpunkt hinauszögert, provoziert damit eine Maximalreaktion. Das ist ganz normal. Wenn die Politik
jetzt nicht reagiert, dieses Jahr nicht anfängt abzuschieben. Und wir reden über weit mehr als diese 2000 Gewalttäter und Gefährder, die sie da abschieben wollen. Wir müssen rückführen im großen Stil, hat unser Bundeskanzler selbst gesagt. Allerdings, niemand glaubt ihm, niemand schenkt ihm Vertrauen. Und das wird dieses Land an den Rande des Abgrundes irgendwann führen. Die Gewalt, sie eskaliert jeden Tag mehr, ja? Und dann wird immer gefragt, islamistisches Motiv. Nein, 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 wir haben keine Anzeichen. Ja, genau. Ja? Wenn ein Muslim einen Nicht-Muslim offen auf der Straße mit dem Messer attackiert, ja, dann hat das nichts mit dem Islam zu tun. Nein, das sind Leute, die sich mit dem Islam nicht befasst haben. Es steht alles geschrieben, schwarz auf weiß. Ja? Aber ja, die Mehrheit der Muslimen ist nicht so. Das sage ich auch nicht. Aber der gemäßigte Islam hat gegen diese Fundamentalisten, gegen diese Extremisten und gegen diese politisch instrumentalisierten Islamisten keine Handhabe. Ja? Sie sind ein zahnloser Tiger. Und das fällt am Ende allen Muslimen auf die Füße. Es gibt immer wieder diese Szenen, wo Ausländer oder Zugewanderte der ersten Generation hier richtig ausrasten, wenn sie junge Leute sehen, die sich nicht benehmen können, die offensichtlich nicht von hier sind. Habe ich euch schon mal gezeigt, sehe ich auch tagtäglich. Ja? Die versauen den Ruf für alle am Ende. Und die Politik, sie hat noch wenige Tage, Wochen, Monate Zeit, hier endlich die Zügel in die Hand zu nehmen. Was meint ihr, was los ist, wenn jetzt die großen Clanfamilien auf die Straße gehen und meinen, sie spielen Bandenkrieg? Niemand wird uns in diesem Land beschützen. Die Polizei steht mit dem Rücken an der Wand. Sie sind froh, dass sie es irgendwie abends wieder nach Hause schaffen. Und sie diskutieren darüber, ob wir eine paar Hände voll Leute über Umwege nach Afghanistan abschieben oder nicht. Und das wird ihnen bitterböse auf die Füße fallen, dann ist es wieder die AfD gewesen, die bösen Rechten. Nein, ihr seid es. Ja? Wie hat jemand gesagt die Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es gab keinen Rechtsruck bei der Europawahl, es gab eine Linksflucht. Das beschreibt es sehr gut. Wer immer mehr Migranten in dieses Land holen will, der erodiert die innere Sicherheit, den Zusammenhalt, die Integrationsfähigkeit, sie ist maximal überdehnt aktuell. Und wir bauen 16 neue Containerdörfer in Berlin für Flüchtlinge und 0 Containerdörfer für Abschiebehaftblitze an irgendeinem Flughafen. Sie machen immer weiter, sie holen vorrangig muslimische junge Männer und das wird katastrophal enden. In Frankreich wurde jetzt ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt, weil sie Jüdin ist, von 3 Zugewanderten, Alter 12 und 13 Jahre. Soweit sind die Zustände in Europa. Das ist Deutschland 2024, das Beste, was wir je hatten. Wir schaffen das nicht, würde ich sagen, inzwischen. Aber schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video, teile es mit deinen Freunden, abonniere meinen Telegram-Kanal und abonniere auch diesen Kanal. Dann verpasst du keine Informationen in der Zukunft. Damit bis bald.